Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Herr Präsident von Swiss Olympic, sehr geehrter Herr Kempf, werte Damen und Herren, bevor wir zum Spiel der Nationalmannschaft heute Nachmittag kommen, kommen wir jetzt noch zur Medienkonferenz der Studie Leistungssport Schweiz. Sie haben im Vorfeld die Dokumentation und die Sperrfrist erhalten. Dokumentationen, Medienmitteilung liegt hierauf, ist auch auf der Internetseite des VBS publiziert. Die Referenten werden im Anschluss an die Medienkonferenz hier auf dem Podium für Fragen zur Verfügung stehen, selbstverständlich. Nach wie vor sind keine individuellen Interviews vorgesehen. Das zur Erinnerung. Frau Bundesrätin, Sie haben das Wort. Ja, besten Dank, Herr Direktor, Herr Präsident von Swiss Olympic, sehr geehrter Herr Kempf, geschätzte Medienschaffende, werte Damen und Herren. Der Leistungs- und Spitzensport in der Schweiz ist professioneller geworden. Die Rahmenbedingungen und damit die Perspektiven für die Athletinnen und Athleten sowie die Arbeitsbedingungen für Trainerinnen und Trainer haben sich in den letzten Jahren spürbar verbessert. Auch unsere sportlichen Erfolge sind breiter abgestützt. In zahlreichen Sportarten ist die Schweiz erfolgreicher geworden. Das sind alles gute Nachrichten, die wir mit der vorliegenden Studie wissenschaftlich belegen können. Der Bund konnte mit diversen Fördermitteln zu dieser Entwicklung beitragen. Das freut mich natürlich als Sportministerin und es soll auch so weitergehen. Die Perspektiven für all jene, die im Leistungssport tätig sind, sollen auch künftig weiter verbessert werden. Dabei wollen wir auch Probleme im Leistungssport angehen. Das ist zwingend, damit der Leistungssport glaubwürdig bleibt. Dies ist die Basis für eine breite Unterstützung der Öffentlichkeit und der Politik und damit auch die Grundlage dafür, dass wir den Sport weiterentwickeln können und wettbewerbsfähig bleiben. Doch sportliche Erfolge alleine reichen nicht. Wir wollen Medaillen, die nachhaltig glänzen, selbstverständlich, wir freuen uns darüber. Und wir wollen uns über diese Medaillen auch vorbehaltlos freuen können. Die Vorkommnisse im Schweizerischen Turnverband rund um die Verstöße gegen die Ethikcharta haben die Schweiz wachgerüttelt und so etwas darf sich nicht wiederholen. Die lückenlose Aufklärung dieser Vorfälle hat oberste Priorität. Parallel dazu laufen die Arbeiten für die Etablierung einer unabhängigen nationalen Meldestelle für Missstände im Sport auf Hochtouren. Die Schweiz braucht einen sauberen, fairen und respektvollen Leistungssport, der Vorbild für unsere Nachwuchs- und Breitensportlerinnen und Sportler ist. Gleichzeitig müssen auch mehr Frauen die Chancen haben, sich auf allen Ebenen des Leistungssports einzubringen. Bis Ende 2024 soll daher ein Frauenanteil von mindestens 40% erreicht sein. Das gilt insbesondere für die Führungsstrukturen in den Sportverbänden. Also es geht vor allem da um die Beteiligung Trainerinnen, auch Trainerinnen und vor allem in den Organen und Strukturen der Sportverbände. Das gilt insbesondere für Führungsfunktionen in den Sportverbänden und wir müssen eben da bereits bei der Ausbildung beginnen. Nachhaltigkeit heißt, Perspektiven zu ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Athletinnen und Athleten als auch für die Trainerinnen und Trainer. Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig zielgerichtete, effiziente Unterstützungsleistungen für den Sport sind. Mit den finanziellen Hilfeleistungen in Form von Darlehen und Affront-Perdu-Beiträgen stützt der Bund die Strukturen im Leistungssport und sorgt dafür, dass die Nachwuchsförderung gesichert und die Perspektiven auch in Zukunft gut bleiben. Nachhaltigkeit heißt aber auch, unsere Anstrengungen weiterzuentwickeln, noch besser zu koordinieren und gegenseitig aufeinander abzustimmen, damit sich der Einsatz aller Akteure lohnt und sich Synergien nutzen lassen. Die Akteure müssen gemeinsam erörtern und festlegen, wie der Leistungssport in den kommenden Jahren konkret weiterentwickelt werden kann. Die vorliegende Studie bildet eine ausgezeichnete Basis dafür. Sie ist auch die Grundlage dafür, an den richtigen Punkten anzusetzen. Ich danke den Autorinnen und Autoren dieser Studie für die ausgezeichnete Arbeit.
Ein großer Dank gebührt auch allen Teilnehmenden, welche die Studie erst möglich gemacht haben. Dafür ein großer Dank. L'étude de l'Office fédéral du sport que nous vous présentons aujourd'hui montre combien les mesures prises ces dernières années ont permis de professionnaliser le sport d'élite et de compétition, tant d'un point de vue financier que structurel. Les conditions cadres des athlètes et des entraîneurs sont améliorées. C'est grâce aussi à cela que la Suisse est devenue plus performante dans de nombreux sports. Mais les succès sportifs ne suffisent pas. Nous devons donner des perspectives d'avenir aux athlètes comme aux entraîneurs. La Suisse a besoin d'un sport de compétition propre, équitable et respectueux qui puisse servir d'exemple. C'est pourquoi nous devons aller plus loin et construire quelque chose de durable. Pour les acteurs du sport, cela doit passer par la recherche constante d'une meilleure coordination afin de pouvoir exploiter toutes les synergies possibles. Ils doivent déterminer ensemble quelles mesures mettre concrètement en place afin de développer le sport de compétition pour ces prochaines années. Les résultats de l'étude présentée aujourd'hui doivent servir de base de cette réflexion. Merci pour votre attention. Besten Dank, Frau Bundesrätin. Wir kommen zum Direktor des Bundesamtes für Sport. Bitte. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Altnationalrat und Präsident von Swiss Olympic, sehr geehrter Herr Kempf, sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich schließe mich den Dankesworten von Frau Bundesrätin an und bedanke mich ebenso ganz herzlich bei allen Beteiligten, die an dieser Studie mitgewirkt und viel Herzblut investiert haben. Die Vorgängerstudie Leistungssport Schweiz 2011 war Grundlage für die Entwicklung des nationalen Leistungssports in den letzten 10 Jahren. Die gewonnenen Erkenntnisse daraus bildeten unter anderem die Basis für das Leistungssportkonzept des Bundes und den Aktionsplan Sport. Aus den Handlungsempfehlungen dieser Arbeiten konnten konkrete Maßnahmen im Schweizer Leistungs- und Spitzensport realisiert werden. Die aktuelle Studie kommt nun dahingehend einer großen Bedeutung zu. Sie untersucht einerseits die Wirksamkeit dieser umgesetzten Maßnahmen. Andererseits zeigt sie auf, wo wir in der Leistungssportförderung noch Potenziale offen haben. Allein der Bund hat die Gelder für den Leistungssport im Zeitraum der Studie von 2011 bis 2019 von 43 Millionen auf 65 Millionen erhöht. Das entsprach in diesen beiden Jahren jeweils gut einem Viertel des gesamten BASPO-Etats. Damit hat der Bund sein finanzielles Engagement auch im Leistungssport markant gesteigert. Von der gestiegenen Unterstützung konnten insbesondere die Athletinnen und Athleten profitieren, sei es durch direkte Unterstützung, wie die Spitzensportförderung der Armee, oder über subsidiäre Begünstigungen von Vereinen, Infrastrukturen, Sportgroßveranstaltungen und der Forschung an den Hochschulen. Auch für die Trainerinnen und Trainer hat die gesteigerte Unterstützung spürbare, positive Auswirkungen. Wir stellen eine Einkommenserhöhung fest, die sich auch durch Maßnahmen von Bund und Swiss Olympic zur Beteiligung an ihren Löhnen erklären lässt. Die Lohnunterschiede zwischen Trainerinnen und Trainern sind zwar kleiner geworden, aber weiterhin vorhanden. Hier gilt es, weitere Verbesserungen anzustreben. Das führt uns zum Blick in die Zukunft und zu den möglichen Maßnahmen, die wir aus den 6 eruierten Handlungsfeldern der Studie, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ableiten. Diese gilt es mit den Partnern zu diskutieren und umzusetzen. Jürg Stahl und Hippolyt Kempf werden darauf noch vertiefter eingehen. Ein erstes Handlungsfeld wird in der Optimierung der Athletenwege geortet. Hier können wir den Hebel unter anderem bei flexibleren Lösungen in der Ausgestaltung der Spitzensportförderung der Armee ansetzen. Wir müssen dieses Fördergefäß noch mehr an die Bedürfnisse des Sports angleichen. Mit der sukzessiven Verdoppelung der Anzahl Rekrutinnen und Rekruten der Spitzensportrekrutenschule bis ins Jahr 2023
konnte im Jahr 2020 bereits eine erste Massnahme vorgenommen werden. Auch der Frauenanteil im Gefäß Spitzensportförderung liegt mit 12% höher als diejenigen der restlichen Armee, der 0,9% beträgt. In der aktuellen RS in Macklingen machen die Frauen gar einen Viertel aller Rekruten aus. Das bewährt sich und bestärkt uns dabei, die Frauenquote weiter zu steigern und mehr jungen Athletinnen auf ihrer Karriereleiter im Leistungssport militärische Unterstützung zu bieten. In die gleiche Richtung zielt die Handlungsempfehlung, die Karrieremöglichkeiten von Trainerinnen und Trainern zu stärken. Trainerinnen sind gegenüber Trainern noch in der Minderheit. Mit gezielter Förderung sollten mehr Frauen in den Weg in den Trainerinnenberuf finden und das Schweizer Sportsystem bereichern. Geschlechterunabhängig müssen wir versuchen, die Perspektiven von Trainerinnen und Trainern an die Bedürfnisse anzupassen. Gute, nachhaltige Anstellungsbedingungen mit fairen Löhnen sind dabei Grundvoraussetzungen. Die Studie bringt auch zutage, dass sich der Leistungssport mit führenden interdisziplinären Organisationen vernetzen muss. Auch in diesem Bereich wird viel Potenzial geortet. Nicht zuletzt die rasant fortschreitende Digitalisierung zeigt uns deutlich auf, dass die sportlichen Zahnräder mit denjenigen aus anderen Branchen besser ineinandergreifen müssen. Nehmen wir als Beispiel die Leistungsdiagnostik, die besonders stark von den Entwicklungen des digitalen Fortschritts abhängig ist. Eine noch festere Verkettung zwischen führenden Organisationen im digitalen Sektor und der Sportwissenschaft führt zu exakteren Analysen und damit am Ende zu effizienteren Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern. Der Druck und Konkurrenzkampf im Leistungssport wird immer grösser. Und damit auch der zu betreibende Aufwand der Athletinnen und Athleten. Das kann zu Skepsis und Unverständnis führen. Umso wichtiger ist die Handlungsempfehlung, den Leistungssport als Kulturgut in der Schweiz zu stärken. Im Sport müssen sich junge Menschen bereits früh für eine Karriere im Leistungssport entscheiden. Das bringt viele Entbehrungen und ein gewisses Risiko mit sich. Diesen jungen Menschen muss der Weg vereinfacht werden, sodass sie sich optimal auf ihre sportlichen und beruflichen Ziele konzentrieren können. Auch der Prävention und wirksamen Kontrollmechanismen müssen dabei höchste Beachtung geschenkt werden. Die Gefahr von physischen und psychischen Verletzungen im Sport ist leider nicht wegzudiskutieren. Aber sie ist mit geeigneten und aufeinander abgestimmten Massnahmen so klein wie nur möglich zu halten. Auch das hilft, Sicherheit zu verschaffen, Vertrauen zu gewinnen und den Leistungssport in der Schweiz als Kulturgut zu stärken. Umso mehr wir die angehenden Spitzenathletinnen und Athleten auf gesunde, verantwortungsvolle Weise fördern können, desto höher ist auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Meine Damen und Herren, es liegt an allen Parteien, die möglichen Massnahmen aus den Handlungsempfehlungen der Studie Leistungssport Schweiz 2019 zu diskutieren. Die konkrete Umsetzung dieser obliegt primär dem privatrechtlichen Sport. Und damit übergebe ich das Wort oder während der Fußball-EM wohl besser den Ball an Swiss Olympic und dessen Präsidenten Jürg Stahl. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, Herr Monsieur le Directeur, care Dottore Kempf, geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, hier in diesem Rahmen die Sicht der Schweizer Sportverbände auf die Studie Leistungssport Schweiz einzubringen. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen, an das Team von Hippolyt Kempf beim Bundesamt für Sport und all jenen, die mit ihren Auskünften zu dieser wertvollen Studie beigetragen haben. Ich bin sicher, die Ergebnisse werden die Schweizer Sportförderung und die Schweizer Sportpolitik in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen, so wie auch bereits vom Direktor vorgetragen die vorletzte Studie, also die eigentlich die Basis für die eingeleiteten Schritte waren. Auch wir wollen seitens Swiss Olympic zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern die richtigen Schlüsse ziehen. Mit diesen sechs
Handlungsfeldern, welche die Studie definiert hat, kann sich Swiss Olympic sehr gut identifizieren. Wenn die Studie zum Schluss kommt, der Leistungssport werde in unserem Land grundsätzlich effizient gefördert, stellt uns das als nationales olympisches Komitee natürlich zufrieden. Effizienz, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Die Mittel, die dem Sport zur Verfügung stehen, sollen zielgerichtet eingesetzt werden, immer im Sinn der Athletinnen und Athleten, der Trainerinnen und Trainer und das gesamte Umfeld. Dem Handlungsfeld strategische Steuerung verbessern, wollen wir uns im Sinne der Effizienz in der Führung der Verbände dennoch weiter maßgeblich widmen. Es gilt, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu stärken. Erreichen können wir dies insbesondere durch die klare Trennung der strategischen und operativen Führung und eine präzise Zielsetzung. Dass die Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer und die Funktionäre und Funktionärinnen den Wunsch nach finanzieller Unterstützung als wichtigsten Förderbereich einordnen, überrascht mich nicht. Es ist vielmehr sehr gut nachvollziehbar. Wir alle brauchen diese Planungssicherheit, um unsere Ziele erreichen zu können. Zusammen, respektive in Absprache mit unseren Partnerinnen und Partnern, wie den Lotterien, aber vor allem auch dem BASPO, den Verbänden der Sporthilfe, um nur einige zu nennen, haben wir in den vergangenen Jahren verschiedene sportpolitische Maßnahmen ergriffen und umgesetzt. Dank diesen kann Swiss Olympic die Verbände jährlich mit einem deutlich höheren Betrag unterstützen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Die bereits erwähnte Planungssicherheit hat sich dadurch für den Schweizer Sport erhöht. Dieser Prozess ist jedoch nicht abgeschlossen und wird es niemals sein. Angesichts der großen Konkurrenz, und da spreche ich auch im internationalen Verband oder im internationalen Kontext, benötigt der Schweizer Leistungssport kontinuierlich mehr finanzielle Mittel. Hier werden wir alle gefordert bleiben. Nicht zuletzt, weil gerade in den vergangenen Monaten die Ansprüche und Forderungen der Gesellschaft an den Sport gestiegen sind. Swiss Olympic hört diese Forderungen und will als Dachverband diese Ansprüche womöglich auch immer erfüllen. Ich spreche hier auch von der Covid-Krise. So wollen wir die Gleichbehandlung der Geschlechter auch besser abbilden in sämtlichen Gremien, in Führungsgremien. Weiter sind wir beispielsweise im Rahmen der neuen Strategie auch daran, den Behindertensport besser zu integrieren und somit zu stärken. Bezogen auf die Covid-Krise, Sie kennen das, das Bedürfnis nach Bewegung und auch das Bedürfnis der gemeinsamen Bewegung, das war Gegenstand vieler Diskussionen. Wenn man etwas groundet, was eigentlich über die Jahrzehnte selbstverständlich war, dann merken die Beteiligten, was eigentlich fehlt. Und der Sportverein als Ort, wo selbstorganisiert, kostengünstig und auch effizient, erfolgreich Bewegung stattfindet, ist sicher hier ein Beispiel dazu. Sehr positiv werte ich die Erkenntnis der Studie, dass ein Teil dieser zusätzlichen Gelder an die Trainerinnen und Trainer fließt und die Befragten auch angeben, dass sich die Situation für sie in den letzten 7 Jahren und der letzten Studie verbessert hat. Trainerinnen und Trainer nehmen, und das müssen wir einfach auch so zur Kenntnis nehmen, im ganzen Bereich des Sportes und nicht nur des Leistungssports eine enorm wichtige Rolle ein. Und Frau Bundesrätin hat es eingangs gesagt, hier sind nicht nur die fachlichen Kenntnisse wichtig, sondern auch die menschlichen Komponente. Auf Seite 86 kommt die Studie zum Schluss. Sportpolitische Maßnahmen müssten zwischen Trainingszentren, Wettkämpfen und Spitzensportförderung verknüpft werden. Dass bei der sportübergreifenden interdisziplinären Strukturförderung großes Potenzial besteht, deckt sich mit unseren, mit meinen Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund erarbeitet Swiss Olympic zusammen mit dem BASPO das Konzept eines Olympiazentrums, das genau diese Verknüpfung fördern soll. Wobei wir nicht ein Olympiazentrum anstreben,
an dem sich alles in einer einzelnen Örtlichkeit befindet, sondern vielmehr ein Netzwerk, auch eine Digitalisierung von hochspezialisierten Trainingszentren für unsere Spitzenathletinnen und Athleten. In diesen soll sich durch Kooperationen in den verschiedenen Bereichen ein langfristiger Vorteil für das Leistungssportsystem in unserem Land geschaffen werden. Für uns ist es sehr wichtig, auch ein Blick über den Leistungssport hinaus. Meistern wir die in der Studie genannte Herausforderung, die Vielfalt und Qualität des Kinder- und Jugendsports zu sichern, leisten wir einen wichtigen Beitrag an den Leistungssport von morgen. Persönlich gehe ich sogar noch weiter. Es muss uns ganz generell gelingen, die Vielfalt der Schweizer Sportvereinslandschaft zu erhalten. In den Vereinen entsteht Großes, in den Vereinen findet der Austausch statt. Hier blühen die Menschen in der Schweiz auf. Und damit es den Vereinen gut geht, hat Swiss Olympic soeben die Kampagne «Wir sagen Danke» lanciert, mit der wir zusammen mit den Sportverbänden all jenen Frauen und Männern danken wollen, die sich für den Sport in unserem Land einsetzen. Allerdings decken sich nicht alle Punkte, die die Studie zutage fördert, mit unseren Prioritäten. Beispielsweise haben wir in den letzten 3 Jahren viele zusätzliche Mittel in die Förderung von Forschung und Innovation im Leistungssport investiert. Wir sind überzeugt, dass die Schweiz auf diesem Gebiet über die Möglichkeit verfügt, gegenüber Ländern, die aufgrund der Bevölkerungszahl über mehr Talente verfügen, aufzuholen und sich sogar einen Vorteil zu verschaffen. Die 3 in der Studie befragten Gruppen hingegen messen Forschung und Innovation hingegen viel weniger Bedeutung bei. Hier wollen und werden wir ansetzen. Nicht, indem wir das Thema fallen lassen oder ihm künftig weniger Bedeutung geben. Im Gegenteil, stattdessen sind wir zusammen mit unseren Partnern gefordert, unsere Zielgruppen noch viel klarer aufzuzeigen können, welchen Wert das Gebiet für sie haben kann und sie entsprechend zu begleiten. Der Weg zur Höchstleistung ist weit, das ist uns allen bewusst. Die Studie zeigt, dass die Richtung stimmt, sie zeigt aber auch, welche Herausforderungen warten, damit wir uns über Erfolge des Schweizer Leistungssports freuen können. Herausforderungen, die der Sport, davon bin ich überzeugt, gemeinsam annehmen wird. Wenn in gut 3 Wochen die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden und wir hoffentlich alle die Daumen drücken für Julia, für Nino, für Nicola Spierig, Julia Steingruber, Nino Schurter, Munjinga Kambunchi, dann muss uns einfach bewusst sein, das ist eine Interaktion zwischen Leistungssport, Breitensport und Nachwuchssport. Die genannten Persönlichkeiten des Schweizer Sports, die hatten einmal einen ersten Trainer, eine erste Trainerin. Damals war noch nicht irgendeine Olympiateilnahme im Vordergrund. Und diese Interaktion, die ist wichtig. Es gibt nicht diese exakte Abgrenzung zwischen Leistungsbreiten und Nachwuchssport. In diesem Sinne bin ich nun gespannt auf die Ausführungen der Studienautoren um Hippolyt Kempf. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Detail der Studie, die wir uns von Herrn Kempf vorgestellt. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Direktor, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Medienschaffende. Es ist für mich eine große Ehre, an dieser Stelle diese Studie vorstellen zu dürfen. Noch mehr, es ist für den Sport eine große Ehre, an dieser Stelle präsent zu sein. Wenn ich mir überlege, dass der Leistungssport in den Bundeskontext ein so großes Gewicht erhält, ist das wirklich sehr schmeichelhaft. Es ist nämlich nicht verständlich, dass der Leistungssport auf Bundesebene gefördert werden kann. Ich stelle fest, erst dank und mit dem neuen Sportfördergesetz 2012 wurde überhaupt erst die Basis geschaffen, den Leistungssport zu fördern. Zuvor
war der Sport, war der Breitensport Gegenstand des Sportfördergesetzes und 2012 besteht diese Möglichkeit. In den letzten 10 Jahren, Sie sehen das hier, konnten die Bereiche der Sportförderung ergänzt werden um den Aspekt des Leistungssportes. Und es sind ganz zahlreiche Maßnahmen, ganz zahlreiche Meilensteine erreicht worden in der Schweizer Sportförderung, deren einige Ausgewählte Sie hier auf der Folie sehen. Für mich ganz, ganz wichtig ist der Ausbau der Sportfördergefäße der Armee. Ein erster Schritt, ein zweiter Schritt wird noch folgen. Für mich ganz, ganz wichtig dieser Aktionsplan Sport, dem man ein Leistungssportkonzept, ein Immobilienkonzept und ein Breitensportkonzept realisiert hat und formuliert hat und das auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln hinterlegt hat. Für mich auch wichtig diese Bemühungen der Lotterien, die dank dem neuen Lotteriefördergesetz gestärkt werden konnten und die den Sport in der Schweiz substanziell unterstützen können. Das sind alles sehr, 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 sehr gute und sehr, sehr erfolgreiche Beispiele, was in den letzten Jahren passiert ist. Für mich auch eindrücklich diese Kandidaturen für die Spiele 2022, 2026 und zu guter Letzt auch die Durchführung der Jugendolympischen Spiele in Lausanne. Diese Jugendolympischen Spiele haben gezeigt, dass der Leistungssport erfahrbar ist, dass der Leistungssport sympathisch ist und die Lausannerinnen und Lausanner würden heute auf jeden Fall wieder Ja sagen zu Spielen dieser Art, weil sie haben erlebt, dass die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler Menschen sind, dass man die angreifen kann und sie haben die Emotionen gespürt, die der Sport, der Weltsport, der bunte Sport bereitstellen kann. Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, 2019 eine Standortbestimmung vorzunehmen. Wir haben immer wieder geschaut, was haben wir 2011 erhoben. Die Methode war vergleichbar. Und schließlich haben wir gesagt, okay, diese Studie muss umfassend sein, um eine Basis zu haben, um eben künftige Entscheidungen oder künftige Erhebungen dieser Art wieder vollziehen zu können. Und diese Studie, von denen ich dann nur ausgewählte Ergebnisse zeigen werde, ist sehr, sehr umfassend, sehr stark, sehr detailverliebt. Und das macht mich sehr froh, Ihnen diese Studie hier präsentieren zu können. So sah das Studiendesign aus. Gestartet haben wir 2017, 2018, erster Validierungsworkshop. Wir haben dort mit den Akteuren dieses Modell diskutiert. Das ist ein Input-Throughput-Output-Modell. Das heißt Input, Geld, Strukturen, Throughput. Auf der einen Seite Foundation, die Sportförderbreite, Talent-ID, Talent-ID und dann schließlich diese Career-Services und die Post-Career-Services auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann eben die Forschung und Entwicklung, auf der anderen Seite Events, Infrastrukturen und das Training. Und das führt dann eben, wenn man das Geschicht macht, auf beiden Seiten zu olympischen Erfolg, zu Medaillen und mehr noch zu gesellschaftlichem Respekt, zu gesellschaftlicher Freundlichkeit, zu einem guten Spitzensportklima. Und so ist eigentlich das Studiendesign aufgebaut. Sie sehen hier, wir haben zwei Ebenen. Wir haben eine Angebotsseite, wir haben eine Nachfragerseite. Die Athletinnen und Athleten, die Trainerinnen und Trainer, die Leistungssportchefs wurden gefragt auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Expertinnen und Experten gefragt zu 246 Fragen im Leistungssportsystem. Wir haben das zusammengelegt, wir haben geschaut, deckt sich das? Wir haben versucht, aus diesen verschiedenen Ungereimtheiten oder aus den verschiedenen Optiken wirklich Synthesen zu machen, Vorschläge zu generieren und diese Vorschläge, die finden Sie heute auf dem Tisch. Ich stelle fest, dass diese Teilnahme eindrücklich war für uns. Sie sehen hier die Zahlen dahinter. Sie sehen, also da sprechen wir gegen die 90 Expertinnen und Experten, die uns immer geholfen haben, korrekt etwas darzulegen. Wir sprechen hier von Athletinnen, Trainer, Leistungssportchef und die Prozentzahl dahinter ist die Rücklaufquote der Fragebögen. Also das, was Sie hier sehen, ist relativ repräsentativ. Das ganze Sample deckt sich auch mit dem Studiendesign von 2011. Entsprechend sind die Daten gut sichtbar. Hier dargestellt bildlich der Rücklauf, respektive die befragten Sportarten. Es wurden die Einstufung 1 bis 3 Sportarten gefragt und entsprechend ist das relativ repräsentativ. Also es ist ein schönes Sample, das wir hier haben. Es konnten nicht weniger als 57 Sportarten Verantwortliche befragt werden aus 32 Sportverbänden. Und Sie sehen, aus jeder Sportart ist etwas dabei. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Lassen Sie mich auf drei ausgewählte Ergebnisse eingehen.
nämlich jenes, ob die Fördermittel angekommen sind bei den Athletinnen und Athleten. Und wir stellen einfach fest, die sind angekommen. Sie sehen hier dargestellt in einem Boxplot die verschiedenen Berufsgruppen, also die Professionellen, die Semiprofessionellen und die Amateurathletinnen und Athleten. Sie sehen hier eine Gegenüberstellung der Daten von 2010 zu 2019, als damals diese Befragung und die Erhebung gemacht wurde. Und wir stellen fest, dass in allen drei Berufsgruppen, Vollzeit, Teilzeit, Amateur, eine Verbesserung finanzieller Art stattfand und das substanziell. Oder Sie sehen diese Medianwerte, das sind quasi, wenn Sie 100 Leute im Raum haben, der 50. Das ist konnte deutlich gesteigert werden. Sie sehen auch, dass der Boxplot diese 50%, also 25% über dem Medianwert und diese 25% unterhalb dem Medianwert in allen drei Berufsgruppen gesteigert werden konnte. Und das ist eigentlich für uns ein sehr, sehr positives Ergebnis. Wenn wir tiefer in die Daten gehen und uns das noch besser anschauen, dann stellen wir einfach fest, dass die Athletinnen und Athleten nicht nur mehr verdienen, sondern dass auch mehr Athletinnen und Athleten mehr verdienen. Das heißt, in der Gruppe der Professionellen befinden sich heute mehr Athletinnen und Athleten als 2010. Bei den Halbprofessionellen oder Halbprofis befinden sich ebenfalls mehr Athletinnen und Athleten als 2010. Es kommt hinzu, dass sie zustimmen, dass sie besser gefördert werden, dass sie sich den Sport besser leisten können, dass die Supportleistungen besser ist. Sie sagen auch aus, dass die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert werden konnten. Und entsprechend erfreulich ist eigentlich diese ganze Geschichte. Sie stellen auch, also diese Leistungen, die zuvor zitiert wurden, Armeeleistungen und so weiter, sind sichtbar in den Daten und wir sind sehr froh, dass die Zielgruppe der Athletinnen und Athleten erreicht werden kann. Dies ist umso schmeichelhafter, umso besser, wenn wir auch noch festhalten und feststellen, dass das gesamte Förderpool verbreitet werden kann. Ganz im Sinne der Vielfalt der Sportarten, ganz im Sinne der Vielfalt der Sportförderung konnten im Zeithorizont 2010 bis 2018 die Summe der förderberechtigten Athletinnen und Athleten substanziell, nämlich um rund 6.000 erhöht werden. Während 2010 rund 15.000 Athletinnen und Athleten dank Swiss Olympic Karten, Elite und oder Talent von den Förderleistungen profitieren konnten, sind es heute über 20.000, die in den Bereich der Förderberechtigung kommen. Und das ist wirklich eindrücklich, wenn man sieht, die Förderleistung, die wir hier erreicht werden konnte. Wenn wir weitergehen und uns die zweite Zielgruppe ansehen, nämlich die Zielgruppe der Trainerinnen und Trainer, dann stellen wir ebenfalls fest, dass es eine Verbesserung gab. Es gibt eine Verbesserung des Einkommens der Trainerinnen und Trainer im Vergleich zu 2010. Es gibt eine Verbesserung im Sommersport, es gibt eine Verbesserung im Wintersport und das ist uns ebenfalls, das konnten wir ebenfalls sehen. Wir haben auch diese Daten ein bisschen präziser uns noch angesehen und uns gefragt, ja, hätte das noch mehr sein sollen, hätte das schneller gehen können. Wir stellen fest, vielleicht ist der Shift weniger dramatisch als bei den Athletinnen und Athleten, weil doch die Verbände nicht alle Mittel, die sie erhalten haben, direkt hier in die Lohnsteigerung hineingegeben haben, sondern diese Mittel verwendet haben, ihre Strukturen zu verbessern, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Crowding-out- oder Umschichtungseffekte. Interessant ist es für uns, dass die Verbände das Instrument der Anerkennung benutzten und der einen oder anderen Trainer aus dem Ausland anerkannt haben und in so ein System eingeführt haben. Interessant war für uns auch die Tatsache, dass sehr viele Trainerinnen und Trainer gesagt haben, okay, eigentlich ist es gut, wenn ich nicht vollamtlich im Spitzensport bin, sondern wenn ich quasi nebenan etwas arbeiten kann, dort ein bisschen besser sogar noch verdiene und so die Tätigkeit im Sport querfinanzieren kann. Das waren alles sehr, sehr spannende und sehr, sehr eindrückliche Daten und die gilt es zu verfolgen, respektive auf diesen gilt es aufzubauen. Spannend. Für uns positiv, vielleicht für den einen oder anderen negativ, ist es auch, wenn wir die Trainerinnen
und Trainer in Bezug auf die Salarierung gegenüberstellen. Sie sehen hier die Daten, ebenfalls Frauen, Männer 2018, eben auch Frauen, Männer 2010. Und wir stellen fest, das ist positiv. Insgesamt hat sich die Situation verbessert für beide Berufsgattungen. Insgesamt haben sich die Frauen den Männern angenähert. Das ist die positive Botschaft. Es ist aber noch ein Gap dazwischen, zwischen den Frauen und den Männern in diesem Trainerberuf. Und das ist quasi der Handlungsbedarf, den wir sicher sehen. Und hier können wir am schnellsten ansetzen. Die Trainerinnen und Trainerlöhne können wir am schnellsten gleichstellen, weil wir haben ja die Möglichkeit, im Rahmen der Verbandsförderung das eine oder andere hier zu tun. Wir haben uns gefragt, ist es möglich oder schöpfen wir denn das Potenzial der Schweiz aus? Wir haben uns ausgiebig diesmal fokussiert auf diesen Standort Schweiz. Wir stellen fest, die Schweiz ist ein hervorragender Industriestandort. Wir stellen fest, der Schweiz ist ein hervorragender Forschungsstandort. Wir stellen fest, die Schweiz verfügt über ein exzellentes Weg an Wandernetzen, an Bike Trails und so weiter und so fort. Wir stellen auch fest, dass, wenn wir die Infrastrukturen betrachten, die Schweiz hat ein gutes Netz an Sportinfrastrukturen, hat ein breites Netz an Sportinfrastrukturen, und dieses konnte noch ausgebaut werden. Marktliegend-Tenero wurde gestärkt, die NASAC-Anlagen konnten gesteigert werden, die Unterstützung von NASAC-Anlagen konnte verbessert werden. Das ist die sehr, sehr gute, das sehr, sehr gute Moment. Wir haben auch festgestellt, dass, wenn wir diese Zubringerleistungen, diese Partnerinstitutionen des Schweizer Sports betrachten, auch hier gibt es substanzielle Verbesserungen. Wir stellen fest, diese sportmedizinischen Zentren, wir stellen fest, diese Partnerschulen, die konnten leicht gestärkt werden, deren Stellung konnte leicht verbessert werden. Und ganz erfreulich, wir sehen hier diese dunklen grünen Punkte, der Sport hat erkannt, oder die Universitäten und oder die Industrie hat erkannt, dass Forschung und Innovation ein Thema sein könnte, auch für sie. Und in Lausanne, genauso wie in Biel, ist Sport Gegenstand dieser Innovation Hubs, die da entstanden sind. Und das ist für uns eine ganz große Chance und eine ganz, ganz große Hoffnung. Wir gehen noch weiter und wir stellen fest, dass auch die Verbände diese Chance erkannt haben, und die Verbände haben erkannt, dass sie diese Möglichkeit besser nutzen können, besser ausschöpfen können, und die einzelnen, vor allem die sehr, sehr schnellen und starken Verbände, suchen die Nähe eben zu diesen Top-Möglichkeiten, die sie haben in Bezug auf die Forschung, in Bezug auf die Ausbildung, in Bezug auf mögliche Innovationen. Und das stimmt uns zuversichtlich. Hier setzen wir an. Wir haben die alte Studie gesehen. Das waren die Findings der alten Studie. Und wir stellen fest, 3 der damals gesetzten Ziele konnten erreicht werden. Wir stellen fest, eines des damaligen Defizites haben wir noch nicht vollständig erreicht, weil es noch nicht so trivial ist, um das zu erreichen. Und wir haben uns in der Thesenformulierung, in der Empfehlungsformulierung stark darauf fokussiert, um zu sagen, wie ist es möglich, eben diese Synergien zu nutzen? Wie ist es möglich, die Qualität im Leistungssportsystem zu erheben? Und so sind dann auch diese Empfehlungen entstanden. Diese Empfehlungen, die sich eigentlich einfach gruppieren lassen, ganz oben diese strategische Einordnung, diese strategische Führung. Wir haben es gehört, es ist mehr Geld da für den Sport, es ist mehr Geld da für den Leistungssport. Entsprechend sind die Verbände, sind die privatwirtschaftlichen in der Verantwortung. Der Bund stützt subsidiär, der privatwirtschaftliche Sport muss federführend stützen, muss federführend die Verantwortung wahrnehmen. Wir haben gehört, es müssen Athletenwege optimiert werden. Das sind kleine Justierungen im Nachwuchs, im Kinderbereich. Wir müssen da diese zu frühe Spezialisierung angehen oder diskutieren. Wir müssen die Stellung der Eltern diskutieren. Und später müssen wir die duale Karriere mit auch der Möglichkeit einer universitären und oder einer militärischen Einbindung verbessert diskutieren. Wir haben gesehen, dass wir das Trainerwesen diskutieren müssen. Der Beruf hat sich etabliert, der Berufsstand hat sich etabliert, aber die Professionalisierung, die Anerkennung des Berufes in anderen Industrien, in anderen Berufszweigen ist ein wichtiges Thema. Wir haben gesehen, dass wir diese Steuerungsmöglichkeiten, wir haben Leistungszentren, wir haben Events, wir müssen diese besser, geschickter einsetzen, strategisch besser nutzen, und zwar sportartenübergreifend. Nicht nur für eine Sportart, nicht nur für eine Disziplin, sondern wir müssen sogenannte Clusters machen. Wir müssen versuchen, das Schweizer Sportsystem zu entwickeln. Wir müssen es beforschbar machen, begleitbar machen, thematisch aufschlüsseln. Und das ist die dritte
die vierte große Empfehlung. Weil, wenn wir es thematisch aufschlüsseln, dann machen wir es zugänglich für die Industrie. Wir haben Top-Industriepartner, wir machen es zugänglich für die Forschung. Wir haben High-End-Hochschulen in der Schweiz, ETH, EPFL, Universitäten. Und wir machen es auch zugänglich für die internationalen Verbände. Das IOC ist bei uns, die FIFA ist bei uns, die FIS ist bei uns, die UEFA ist bei uns. Und wir müssen schauen, dass wir diese Institutionen konsequent einbinden. Und last but not least, wir möchten Medaillen, die nachhaltig glänzen. Es wird von diesem Spitzensport erwartet, der bedeutender wurde, der die Gelegenheit erhält, hier im Bundeshaus sich zu präsentieren. Es wird auch mehr erwartet. Der Leistungssport kann sich nicht erlauben, dass er weder ökonomisch noch ökologisch und schon gar nicht sozial verantwortlich die Leistung erbringt. Und ich denke, das ist die nächste ganz große Herausforderung. Frau Bundesrätin hat das angetönt, die der Leistungssport angehen muss. Ich möchte zum Schluss kommen, möchte mich noch einmal bedanken. Ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit des Sports, sich hier zu präsentieren. Und ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, die der Eidgenössischen Hochschule entgegengebracht wurde, sei dies von den Auftraggebern und oder sei dies von den zahlreichen Trainern, Trainerinnen, Athleten, Athletinnen, und auch die Expertinnen und Experten, die waren immer bereit, mit uns zu diskutieren. Und dieses Vertrauen hat mich und uns, das ganze Team, sehr geehrt. Und in diesem Sinne möchte ich die Präsentation schließen. Besten Dank, Herr Kempf. Wir kommen nun zur Fragerunde. Wem darf ich das Wort erteilen? Bitte. Oui, bonjour à tous et toutes. Une question de détail. Comment est-ce qu'on a réussi très concrètement, peut-être Monsieur Kempf, comment est-ce qu'on a réussi à améliorer les revenus de ces sportifs, ce revenu médian qui a doublé? D'où est venu l'argent et qu'est-ce qui concrètement a permis de doubler ce revenu? Oui, on a l'argent de l'aide sportive qui est substantiel. Et puis on a aussi l'argent de l'armée qui est substantiel. Et puis à la fin, on a quand même remarqué que aussi les sponsors sont devenus un peu plus forts derrière là. Weitere Fragen? Bitte schön, Frau Imboden. Ich habe eine Frage zu der Studie. Dort wird sehr viel geschrieben über die Quantität der Trainings und so weiter. Wie steht es um die Qualität der Trainings? Was wissen Sie darüber? Da haben wir ja gerade im Kunstturnen gewisse Probleme festgestellt. Haben Sie dort auch einen Schwerpunkt gelegt? Wir haben die Antwort des Sportes ist immer einfach. Eine gute, qualifizierte Trainerausbildung, ein gutes, qualifizierter Trainerwesen hilft mit, die Qualität zu steigern. Und wir stellen die Qualität sicher über die Trainerausbildung, die konnte verbessert werden. Wir stellen die Qualität sicher über die Jugendleiterausbildung im Rahmen der I&S-Programme. Und wir müssen diese Bestrebungen, diese Bemühungen noch weiter fortsetzen. In Bezug auf den Leistungsdruck, Leistungsdruck muss der Sport noch Hausaufgaben machen. Es kann nicht sein, dass wir den sportlichen Erfolg über alles setzen. Das heißt, es kann nicht sein, dass der Gewinn der Medaille absolut ist, sondern der Gewinn der Medaille muss mit Anstand, muss nachhaltig erfolgen. Medaillen müssen nachhaltig glänzen und da müssen wir ansetzen. Das wird von den Trainerinnen und Trainern, die zum Teil auf Leistung bezahlt sind, die sehr stark dem Leistungsdruck ausgesetzt sind, ist es nicht immer einfach zu leben und zu handhaben darin. Und da müssen wir nach Möglichkeiten suchen, das zu verbessern. Nachfrage? Dazu habe ich noch eine Nachfrage. Also Sie beklagen in der Studie auch ein wenig, dass in der Schweiz der Leistungssport im Vergleich zu anderen Ländern einen weniger hohen Stellenwert hat. Aber das ist eine Frage vielleicht an die Bundesrätin. Ist es nicht so, dass aus der Sicht der Gesundheit der Bevölkerung der Breitensport viel wichtiger ist und dass beim Leistungssport es zwar schön ist, wenn es einzelne Stars gibt, die gewinnen und das freut es, das erfreut dann alle, aber der Preis ist relativ hoch. Verlorene Bildung, verlorene Jugend für gewisse Menschen und auch langfristige Schäden auch an der Gesundheit. Ist diese Prioritätensetzung nicht besser, eben stärker auf den Breitensport aus sportpolitischer Sicht? Also aus meiner Sicht braucht es eben beides.
Es braucht den Breitensport und den Leistungssport. Leistungssport ohne Breitensport ist nicht möglich. Irgendwo muss ja das Reservoir dieser Talente kommen. Und das ist am besten, wenn natürlich sehr breit Sport betrieben wird. Umgekehrt braucht der Breitensport auch gewisse Vorbilder. Also wie viele Kinder werden motiviert, weil sie einen Roger Federer beispielsweise sehen, die dann mit Begeisterung auch ins Tennistraining gehen. Das gibt nicht alles künftige Grand-Slam-Siegerinnen und Sieger. Das ist auch nicht nötig. Wichtig ist, dass sie sich bewegen, dass sie Sport betreiben, dass sie integriert werden, auch hier der Breitensport eine wichtige Funktion, dass sie im Bereich des sozialen Benehmens, also des Auskommen mit anderen, etwas lernen. Also Breitensport ist eine Schule fürs Leben, aber der Breitensport braucht eben auch Vorbilder. Darum ist es sehr wichtig, dass man beide Bereiche fördert und das machen wir hier in der Schweiz. Wir haben nicht einen Staatsspitzensport wie an anderen Orten und das ist, finde ich, sehr richtig, dass wir wirklich den Breitensport unterstützen, aber auch den Leistungssport, weil das geht Hand in Hand. Verlorene Bildung kann man vielleicht nicht unbedingt sagen. Es ist, man lernt beim Sport viel. Vielleicht nicht ein eidgenössisch anerkanntes Diplom, aber sonst lernt man dort sehr viel. Und wenn ich hier an Herrn Kempf denke, er war erfolgreicher Spitzensportler und ihm mangelt es nicht an Bildung. Also auch das ist möglich und ich denke, auch das ist Aufgabe des Staates, das zu ermöglichen. Ja, bitte. Wir haben es gehört, dass das Gesamteinkommen hat es sich stark verbessert im Median. Die Studie bringt aber auch andere Zahlen hervor. 17% aller Leistungssportlerinnen verdienen nur 17% über 70.000 Franken und 41% weniger als 14.000 Franken. Ist das noch ertragbar für die Sportlerin? Ist das nicht ein bisschen, ja, ist nicht gerade ermutigend? Soll man da nicht noch ein bisschen Gas geben hier? Und wenn ja, wer soll da einspringen? Ja. Also ich versuche mal den Anfang zu machen, bitte dann auch Hippolyt mich zu ergänzen. Ich glaube, man muss sich im Klaren sein, das ist ja Seite 31 in der Studie, oder? Es hat eine gute, eine signifikante Verbesserung gegeben, aber wenn man genau hinschaut, und Sie stellen hier die entscheidende Frage, ist es auf einem relativ bescheidenen Niveau. Für mich als Präsident von Swiss Olympic zeigt das ganz klar, dass nicht die monetäre Absicht im Vordergrund steht. Zu diesem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, gibt es jetzt diesen Weg in den Leistungssport, ist genügend Talent vorhanden, ist das Umfeld so. Also die Beispiele, die ich genannt habe, die sind ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen, die am Schluss dazu führen, erfolgreich zu sein. Und Frau Imboden hat auch eine wichtige Frage gestellt, oder? Entscheidend für mich aus Sicht von Swiss Olympic ist eigentlich diese Phase des, ich sag mal, olympischen Traums, dass man diese Phase, die ist das Wertvollste, nicht das Podium oder die Medaille am Schluss, weil die ist ganz wenigen vorenthalten. Also das Begleiten junger Menschen und dort auch die Feststellung, dass oftmals auch schulische Leistungen parallel auch positiv verlaufen wie die sportlichen. Also ich gebe Ihnen recht, relativ bescheidenes Niveau, aber eine deutliche Verbesserung. Aber ich glaube, der Sport ist eben auch etwas, wo man sich nicht, das kann man nicht, die olympische Goldmedaille von Hippolyt Kempf, die kann man nicht kaufen. Und das ist eigentlich die Grundhaltung im Sport. Die positive Meldung oder diese Ihre Frage hat zwei Seiten. Die eine Seite, ja, wir haben gewissen Handlungsbedarf in den unteren Einkommensklassen, bei verschiedenen Sportarten wahrscheinlich, sind das kleinere Sportarten, wahrscheinlich sind das Randsportarten, da kann es sicher Nachholbedarf geben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch eine positive Botschaft, diese Vorstellung, alle Sportler sind Millionäre, die ist gänzlich falsch. Es sind einige wenige, die dieses Bild prägen, auch wir haben Millionäre in unserem Sample drin, auch wir haben gewisse Leute befragt, die verdienen sehr, sehr gut jährlich, aber das sind ganz, ganz wenige von diesen befragten Athletinnen und Athleten und entsprechend ist es für mich kein Handlungsbedarf, da irgendetwas von oben nach unten zu korrigieren.
Weitere Fragen? Ja? Doch, auch noch eine Frage, die hier anknüpft. Wenn jetzt die Sportler, die Leistungssportlerinnen und Sportler insgesamt mehr verdienen, wären sie dann auch erfolgreicher? Vielleicht der Studienleiter? Die Argumentation von uns ist einfach. Wir möchten, dass sich die Leute auf die Spiele vorbereiten können. Sie möchten oder auf die Höchstleistung vorbereiten. Sie möchten ihren Lebenstraum wahrnehmen. Und je mehr und je besser sie sich finanzieren können, desto mehr und desto qualitativ besser können sie trainieren. Desto mehr und desto besser ausgebildete Trainerinnen und Trainer sie haben, desto mehr können sie das in der enger Kooperation machen. Ob das am Ende des Tages zu mehr Medaillen führt oder nicht, ist eine schwierige Frage. Es ist aber eine gängige Theorie, dass es wirklich mithelfen sollte, nachhaltig bessere Leistungen erzielen zu können im internationalen Wettbewerb. Also es hat schon einen Zusammenhang, aber vielmehr auf die Tatsache, dass es uns gelingen muss, möglichst viele Talente möglichst lange in dieser Struktur zu halten. Ich glaube nicht, dass es Automatismen gibt, dass es gleich mehr Medaillen sind. Aber wir erhöhen die Chance, dass im Zeitraum, ich sage mal 14- bis 18-Jährige, wo wir die größte Verschiebung haben aus den Sportvereinen weg, weil junge Menschen wollen vielleicht sich auch anders orientieren, dass dort eben die Talente nicht verloren gehen. Aber im Endeffekt, ob es dann automatisch mehr Medaillen gibt, da bin ich eher skeptisch. Aber diesen Traum, länger nachzukommen, länger im Feuer zu halten, das ist, glaube ich, entscheidend. Herr Remund möchte noch ergänzen. Ja, vielleicht. Das ist einfach eine Verringerung der sozialökonomischen Selektion. Also oft spielt in unserem System auch das Einkommen der Eltern und dann später das wirtschaftliche Vorkommen der Athletinnen und der Athleten eine wichtige Rolle, gerade zwischen 19 und 3, 4, 25 Jahren hier auf eigenen Beinen zu stehen und zu trainieren und dem Sport wirklich fokussiert nachzukommen. Und wenn man hier die Einkommen mit der Spitzensportförderung auch der Armee hier noch besser integrieren kann, gibt das dort weniger ökonomischen Druck auf diese Athletinnen und Athleten und rückt den Sport als solches, den Fokus auf den Sport mehr ins Zentrum. Weitere Fragen? Wenn keine Fragen mehr sind, doch, Herr Zahler. Vielleicht noch, diese Studie, die bezieht sich bis 2019, wenn ich mich nicht täusche. 2020 wissen wir, was passiert ist. Was kann da die Pandemie auslösen bei den Spitzensporten? Der Bund hat ja mitgeholfen, aber reicht das aus? Oder könnten diese guten Resultate wieder auf die Kippe sein? Ja, vielleicht. Also bis jetzt zeigt es sich, dass das Unterstützungspaket, das Bundesrat und Parlament gesprochen haben, dass das hilft. Und das wurde auch in Anspruch genommen. Und wie es bis jetzt aussieht, konnten auch genügend Mittel gesprochen werden. Aber je nach weiterer Entwicklung haben wir uns vorbehalten, im Bundesrat und auch das Parlament, allenfalls sollte es nötig werden, weitere Mittel zu sprechen. Aber im Moment sieht es so aus, als ob das reichen sollte. Ich denke, wichtig war auch natürlich nicht nur die Unterstützung eben des Spitzensports, sondern auch des Breitensports. Weil die Vereine haben natürlich konnten keine Trainings und so weiter durchführen. Und die müssen jetzt eigentlich mit dem Verlust von Vereinsmitgliedern rechnen, was natürlich schlecht ist in unserem System. Und deshalb sind wir jetzt auch daran, zusammen auch mit Swiss Olympic am Studieren, wie wir quasi so wieder ein Relancement oder wie sagt man auf Deutsch, eine wieder Erstarkung der Vereine und Werbung für Vereinsmitglieder machen können. Weil ich kann mir das vorstellen, im Verein regelmäßig jede Woche ins Training zu gehen und so ist sehr gut und sobald es da mal einen Unterbruch gibt,
Ist man dann vielleicht zu faul oder denkt, ja, es ist ja ohne auch gegangen und findet den Einstieg vielleicht nicht wieder. Und da wollen wir auch unterstützen, dass man eben wieder die Leute motivieren kann, in den Vereinsaktivitäten mitzumachen. Und da waren auch die Beiträge, die gesprochen wurden, natürlich sehr willkommen, auch bei diesen Vereinen. Aber der Direktor kann mich sonst noch ergänzen, was die Inanspruchnahme der Mittel angeht. Ja, groß, viel gibt es nicht zu sagen. Vielleicht insgesamt, oder? Es sind 250 Millionen über Swiss Olympic in der Stabilisierung und davon ist zwei Drittel an den Breitensport und ein Drittel an den Leistungsspitzensport. Und davon können auch Athletinnen und Athleten profitieren, konkret, direkt. Was sonst eigentlich in der Sportförderung mit Subventionen des Bundes an die Athleten selber nicht geschieht. Herr Stahl möchte ergänzen. Ja, also in der ersten Phase, und ich bin selber auch gespannt, wie jetzt unmittelbar nach einer Covid-Krise oder im nacholympischen Jahr dann die Athletinnen und Athleten, aber auch die Trainer die Situation sehen, da bin ich gespannt. Ich kann einfach sagen, in der ersten Phase ging es um die Stabilisierung, Frau Bundesrätin hat es gesagt. Diese Gelder sind fürs 20 angekommen, sind sehr gut eingesetzt worden, auch für das Bewältigen der Schäden. Und jetzt haben wir letzte Woche die erste Tranche des Stabilpakets 21 auszahlen können. Also das ist eine effiziente Art. Ich sehe das auch mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen in anderen Ländern. Da ist die Schweiz, hat Vorbildcharakter. Und ich glaube schon, und das war ein Projekt von Hippolyte Kempf zusammen mit unserem Chef de Mission, mit Ralf Stöckli. Unmittelbar nach Ausbruch der Krise haben wir das Projekt Sportwirtschaft 5.0 zusammen mit der Eidgenössischen Hochschule und Swiss Olympic entwickelt. Das ist ein laufender Prozess, den führen wir fort. Und hier versuchen wir eben nach dem Stabilisieren zu transformieren, gewisse Anstoßfinanzierung zu leisten. Und das ist natürlich permanent in unserer täglichen Arbeit, ist das eine der großen Herausforderungen. In diesem Kontext war der Nutzen der Studie selbstverständlich derjenige, dass wir uns sehr, sehr schnell zurechtfinden konnten in der Situation. Wir konnten sehr schnell vor dem Hintergrund verschiedener Datensätze begreifen, was würde passieren. Wir konnten mit Hypothesen arbeiten, wir konnten mit Szenarien arbeiten und wir konnten entsprechend die Entscheidungsträger in der Schweiz sehr gut mit Materialien, mit Unterlagen, mit Diskussionsgrundlagen füttern. Und ich möchte das an dieser Stelle wiederholen. Ich denke, die Schweiz hat im internationalen Vergleich in dieser Pandemieunterstützung vorbildlich kooperiert. Andere Länder, andere Nationen haben uns um unsere Möglichkeiten beneiden. Gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich bei allen Referenten, bei Ihnen und wünsche eine schöne Woche. Dankeschön.